Ja, hallo meine Freunde. Heute habe ich mal wieder ein Paket bekommen durch die Firma. Ja, die sagt alles. Da kriege ich's Kotzen, wenn ich den Namen schon lese. Ja, so kommt das Paket an hier. Zerfetzt, aufgerissen, keine Ahnung. Jetzt hoffe ich nur, dass wenigstens die Ware komplett drin ist. Weil das ist echt zum Heulen mit dieser Versandfirma, mit diesem Versandunternehmen. So, da bin ich echt gespannt. Hier sollen insgesamt 30 Meter Solarkabel 4 Quadrat drin sein. Es ist ein Stück jetzt. Okay, es ist ein Stück. Jetzt bin ich davon ausgegangen, dass ich 3 Stücke 10 Meter bekomme. Gut, okay, das kann ich jetzt auf dem Schlag natürlich nicht nachmessen, aber ich versuche das mal eben. Normalerweise steht hier irgendwo immer noch eine Meterzahl drauf. Ich wechsle mal einmal die Hand, ob ich das könnte vielleicht sehen. Ja, die Maße einhalten. Einmal 4 Quadrat. Was ist das? 73,23. Dann geht's weiter. Ist ein bisschen Banane. Oh, jetzt tropft mir auch noch wieder die Nase. Von 2020 Produktion. 73,23. Okay, und das war 22, ne? Hat er das jetzt richtig? Ne, auch 73,23. Also kann ich die Meterzahl so gar nicht jetzt genau feststellen. Schade eigentlich. Nehmen wir mal das andere Ende, was da steht. Da steht mir gar nichts. Zumindest nicht zu erkennen. Nichts ist drauf. Ey, Firma Hermes, da kriege ich einfach nur noch das Kotzen. Egal was kommt, ob das ein Päckchen ist oder ein Paket ist. Es kommt immer nur Dreck an. Also da werde ich demnächst drauf achten. Womit die Firmen versenden, da werde ich woanders bestellen. 2020, 73,23. Leider überall dasselbe drauf. Also da muss ich die Rolle auseinander machen. Obwohl da steht PL 201 599. Da steht es ja 0599. Und mal gucken, was hier drauf steht. Irgendwo kann man doch normalerweise die Meterzahl erkennen. Ne, 201,599. Leider nein. Okay, das war's. Ich habe das Paket jetzt hier eigentlich nur aufgemacht, weil ich echt Bedenken hatte, dass mir da ein 10 Meter Stück fehlt. Alles klar, bis dann. Ciao. Tee auf.